Herzlich willkommen, liebe Leute, zu einer neuen Runde von Gothic Online Untold Chapters. Heute mit dem Lichtsternenfest-Part. Ich habe leider gerade den Namen des Events gerade ein bisschen verhauen. Ich habe es heute Morgen noch im Forum gelesen, jetzt habe ich es gerade ein bisschen verpennt. Zum Zeitpunkt der Aufnahme ist der 20.12. Heute findet dieses kleine Event statt, hier in der Stadt. Bei Benlins Taverne. Ich habe jetzt blöderweise natürlich im Renderer den Regen nicht ausgemacht. Aber gut, im RP ist es auch gerade 1.05 Uhr in-game und es ist Gewitter mit Hagelschauern. Von daher passt es mit dem Regen vielleicht gerade so ein bisschen. Oh, okay, perfekt. Ich habe nichts gesagt. Es ist viel passiert. Unter anderem ist vor ein paar Tagen, also vor ein paar Real-Life-Tagen, ist Azaru verurteilt worden. Ich war bei Teilen des Gerichtsprozesses gegen ihn dabei. Ihr kennt Azaru vielleicht noch, der Herr mit der Glatze und dem varantinischen Akzent, der immer viel Tabak konsumiert hat, etc. Oh, hier ist ja schon richtig viel los. Und der wurde verurteilt, weil er Gelder veruntreut hat als Vogt. Ziemlich wild. Hier ist ziemlich viel los. Ich suche gerade Benlin, weil mit dem wollte ich mich nochmal quatschen. Slatan, Mauritius, Thorbrand, Kessis, Paulos. Hier haben wir Faust und Musaf. Für den König. Sirius, Gavin, Edric, Ero. Ja, okay. Jetzt bin ich hier kurz einmal reingerutscht. Jetzt bleibe ich kurz hier. Wie schaut sich um? Guten Abend, Herr Baron. Wo ist Benlin? Ich muss ihn sprechen. Am Tempel. Danke. Er war auch auf der Suche nach dir. Okay. Werde ihn finden. So, dann gehen wir mal raus. Wie gesagt, Azaru ist, ich weiß jetzt nicht, zu was Azaru verurteilt wurde, weil den Teil des Gerichtsprozesses habe ich da nicht mehr mitbekommen. Den habe ich auch nur total zufällig mitbekommen, die ganze Sache. Und das habe ich dann nur durch Zufall erfahren. Ist natürlich alles sehr doof gelaufen, weil Benlin sah jetzt schon. Azaru sollte eigentlich mal eine Burg bauen. Naja, gut. Anyway. Für den König, Herr Benlin. Wie ich sehe, seid ihr mit dem Instrument vertraut? Was für ein Zaubertrick. Ah, Baron, schön euch zu sehen. Lässt zunächst vom Instrument ab. Ja, Benlin ist so ein bisschen, ich weiß gar nicht, ob ich den jetzt schon in den letzten Folgen irgendwie groß gezeigt hatte oder mit dem zu tun hatte. Ich glaube, ich habe von ihm berichtet so ein bisschen, auch bei der Bürgerversammlung. Der hilft mir ja so ein bisschen, das Turnier zu organisieren und so ein paar Einzelheiten für mich zu planen. Er ist so ein bisschen, ich will jetzt nicht sagen, meine rechte Hand geworden, aber so ein bisschen schon, kann man vielleicht schon sagen. Ja, zumindest ein wenig. Ich werde mit Mason zusammen etwas für musikalische Untermalung heute Abend sorgen. Wunderbar. Aber gut, dass ich euch sehe. Habt ihr einen Moment? Natürlich, lasst uns etwas abseits gehen und reden. Ja, ich denke hier hinterm Baum. Da soll es passieren. Da werde ich jetzt Benlin ermorden. Nein, natürlich nicht.
Ich habe gesehen, ihr habt die Aushänge angebracht. Ja, denn im Forum wurde, oder also in der Stadt und im Kloster, wurden zwei Aushänge gemacht für ein Turnier, welches Luwin organisiert oder organisieren möchte. Und ja, Bendin hat sich da auch so ein bisschen darum gekümmert, dass das passiert. Das ist sehr gut. Und ja, jetzt schauen wir einfach mal, wie viel er dafür bezahlt hat. Er hat mir OC so ein bisschen gespoilert, wie hoch die Kosten waren. Das ist schon ziemlich frech, muss ich gestehen. Ein Blatt Papier zu bemalen und da einen kurzen Aushang drauf zu schreiben. Da bin ich jetzt mal gespannt, was er mir jetzt für eine Summe nennt. Ich habe übrigens 5000 Gold vom König bekommen. In einem Brief und in einer Truhe hat er mir dieses Geld vom Festland geschickt. Und dieses Geld wird vor allem dafür draufgehen, dass ich die Rüstungen bei Tanjev bezahle. Ja, mal sehen. Das wird auf jeden Fall ein wildes Abenteuer. Aber die Rüstungen müssen noch gespacert oder gemashed oder ich weiß gar nicht, wie man das nennt. Auf jeden Fall gebaut werden, bevor sie ins Spiel implementiert werden. Und aber die sind jetzt schon so weit im RP, wurde jetzt ein erstes Objekt oder ein erster Prototyp fertiggestellt. Und ja. Aber er existiert jetzt noch nicht so wirklich. Wird erst im Januar dann wahrscheinlich eingefügt werden. Mit einem Update. Oh, da kommt auch Mushaf. Nee, es ist Cereus. Mit dem muss ich aber auch gleich nochmal reden. Ich muss mit ihm reden darüber, wie diese Verhandlung ausging. So ist es. Ich habe die Aushänge, wie vereinbart, durch Herrn Mikkelsen anfertigen lassen. Er hat für diese Dienstleistung 100 Gold verlangt, welche ich vorerst ausgelegt habe. Bei den Kosten waren aber auch bereits das benötigte Papier enthalten. Ausgezeichnet, ihr habt euch eine Quittung geben lassen. Dann kann ich das von der Steuer absetzen. Okay. Ja, mit Sirius muss ich dann auch nochmal quatschen. Ich muss wissen, was mit der Asaru-Sache jetzt ist. Zu was der verurteilt wurde. Also ich gehe davon aus, der wurde in die Minenkolonie verurteilt. Weil er soll angeblich Gelder mit bis zu 100.000 Goldstücke soll der veruntreut haben. Völlig absurd einfach, wie man sich so die Taschen vollhauen kann als Vogt oder als... Ich weiß gar nicht, was er für eine Position hatte. Ich glaube, er war Vogt. Oder Vorsteher der Vogtei oder irgendwie sowas war der, glaube ich. Er hat auch noch die Mine geleitet und hat da übel viel mitgehen lassen. Völlig absurd. Wenn er mir jetzt erzählt, dass er sich hat keine Quittung geben lassen schriftlich, dann flippe ich aus. Ey, ich habe dem das 5-mal gesagt. Ich habe Mikkelsen darauf angesprochen, doch er meinte, bei 100 Gold grundsätzlich keine Rechnungen auszustellen. Ich habe nicht weiter nachgebohrt. Ihr könnt ihn aber gerne das nächste Mal... Ja, okay. Kriegt jetzt einen kleinen Geldbetrag von mir. Ach komm, 200. Bendin kramt ein offenes Blatt Papier aus seiner Tasche hervor. Dies ist nur einmal gefaltet. Amiris schreibt dem Baronen die Quittung zu mit einer Gesamtsumme. So, das da ist jetzt im Hintergrund. Ach, da, okay. Bendin nimmt es dann dagegen und reicht Luwin zeitgleich das Papier. Mhm. Was ist das? Was hat er mir jetzt für ein Papier gereicht? Würde er mir jetzt wahrscheinlich gleich im Discord schicken, nehme ich mal an. Oder später, je nachdem. Dies ist noch ein Brief, den ich euch persönlich von Mikkelsen überreichen soll. Schickst du per Discord, okay.
Getränke gehen auf mich. Er hat mir jetzt den Zettel im Discord geschickt, aber so viel Text kann ich jetzt gerade nicht, erkennen, ohne rauszutappen. Das lese ich mir dann später in Ruhe durch. So, die Herren, darf ich euch etwas bringen? So, Balthos will hier irgendwas an Getränke verkaufen. Hat sich bei dir jemand gemeldet wegen des Turniers? Oder heißt das nicht wegen des Turnieres? Ist wohl kein E mitgeschickt, aber gut. Eine gute Idee. Nun, Mikkelsen gab mir den Brief. Hat mir den Brief offen gegeben, daher habe ich einen Blick drauf geworfen. Verzeiht. Was steht darin? Da frage ich ihn direkt mal so. Dieser Bart ist doch einfach krass. 10 von 10 Bart. Bartgame durchgespielt. Benlin, der Bartmann. Oh Gott, da könnte man so viele Wortspiele mitmachen. Also den Bart, den er da gerade im Game trägt. So einen habe ich ungefähr aktuell gerade, nur ein bisschen länger. Das liegt aber auch nur am Winter. Oder an der Kälte, besser gesagt. Ich glaube, sobald ich dann im Mai oder so, wenn es dann wieder wärmer wird, so über 15, 20 Grad, werde ich den wahrscheinlich dann auch wieder abmachen. Im Sommer ist es echt ein Albtraum. Mit Bart. Das kann ich euch sagen. Ich glaube, die Bartträger unter euch, die wissen das wahrscheinlich. Die können das wahrscheinlich fühlen und unterschreiben. Was geht da hinten ab? Ich will jetzt gleich nochmal hingehen. Bin gespannt, wie dieses Event heute aussehen wird. Das wird so eine kleine Festivität sein. Wenn ich euch etwas raten dürfte, ich würde Herrn Mikkelsen Angebot über ein Gespräch zur aktuellen Inselpolitik annehmen. Mikkelsen ist ein respektvoller Mann und weiß als ehemaliger Statthalter viel über die Politik und Intrigen dieser Stadt. Ich denke, er wird definitiv von Vorteil für euch sein. Nickt nur und spricht leise. Danke für deinen Rat. Ich werde das in Betracht ziehen. Da lässt sich Lord Luwin nicht lumpen. Der alte Lumpensack. Ich muss sagen, ich habe mich in diese Gangart verliebt. In dieses Slash-Gang bedacht. Das ist einfach so eine geile Gangart. Und das spiegelt vielleicht auch so ein bisschen Luwins Veränderung wieder, die er mittlerweile durchgemacht hat. Er ist als ganz anderer Mann, als unbescholtener, unerfahrener, junger Baron hier auf die Insel gekommen und hat mittlerweile in diesem halbes Real-Life-Jahr, ich weiß gar nicht jetzt, wie lange das Ingame jetzt ehrlich gesagt ist, wie lange Luwin jetzt schon hier ist, aber wenn eine Real-Life-Woche Ingame einen Monat ist und ich jetzt quasi schon ein halbes Jahr hier bin, das sind so circa 25 Wochen, dann dürfte das auf jeden Fall über ein Jahr sein, was Luwin jetzt schon im RP hier auf der Insel am Start ist. Und in diesem einen Jahr ist ja auch viel passiert und Luwin hat sich ja auch verändert, gerade nach dieser Sache mit Alexander. Und da kann man auch so ein bisschen Wesensveränderungen spielen, das ist schon ganz gut. Wenn ihr sagt, was eure vorherige Frage betrifft, bisher hat sich noch niemand bei mir gemeldet. Ich denke, wir sollten aktiv auf potenzielle Leute zugehen. Ja, das habe ich mir auch gedacht. Allerdings war ich selbst natürlich eine Weile weg von der Insel und lerne auch gerade erst neue Leute in dieser Stadt wieder kennen. Ich denke, bei euch hat sich auch noch niemand vorgestellt.
Kandidat. So sieht's aus, aber warten wir zunächst noch etwas ab. Wenn ich jedoch mit einem potenziellen Kandidat spreche, werde ich darauf Bezug nehmen. Danke dir erstmal. Gibt es noch etwas? Alles klar, nein, das wäre es soweit. Wenn es weitere gibt, ihr wisst ja, wie ihr mich erreicht. Gut, gehen wir zum Fest. So, wo ist... Da ist er ja, glaube ich, Sirius. Ach, Stollenteller. Sehr geil. Lord Sirius, ich grüße euch und euer Gefolge. Erwan liefert sich ein Star-Duell mit Pablo. Okay. Macht eine huldigende Geste. Ihr ehrt uns. Wollt ihr euch nicht zu uns setzen? Natürlich, das Angebot kann ich mir kaum entgehen lassen. Wir sind gar keine Sitzbänke. Okay, warte. Ich stelle fest, dass auf seiner Seite keine Sitzbänke sind. Mir setzt sich an... Talions Stelle. Vielen Dank. So, okay, dann sitze ich jetzt hier auf der Ritze, mehr oder weniger. Chill my pains, oh Gott. So, jetzt slash sit. Alright, okay, cool. Dann sitzen wir jetzt hier. Haben eine gute Aussicht? Fragen wir ihn direkt. Wie ist die Sache mit Asaro ausgegangen? Nicht aufgegangen. So sieht man das Fest auch gleich noch in voller Blüte. Und wir haben den Speaker im Blick. Sehr schön. Tja, da bin ich jetzt mal echt gespannt, zu was er verurteilt wurde.
Mein lieber Freund Tanjev lächelt ihm grüßend zu. Seriöser Blick Tanjev. Ah, Tanjev, Inov's mit dir. Ich freue mich, dass du es hergeschafft hast. Okay, aber er hat jetzt nichts auf meine Asaru-Frage gesagt, ne? So, Gavin spricht über den Platz. Ich danke euch allen herzlich, dass ihr hier am Lichterglanzfest erschienen seid. Das soll der Beginn einer Tradition werden, die wir hier in der Hafenstadt gemeinsam feiern. Ein Fest des Miteinanders, der Wertschätzung und der Brüderlichkeit. Ich lade euch dazu ein, sich am Buffet zu bedienen, Werte, meine Wirte mit Wünschen zu belästigen und es sich später gut gehen zu lassen. Euch erwartet Musik, Geschenke, aber zuallererst eine Predigt vom ehrenwerten Meister Jasper. Patricia wohl sagt, Wein! Ich muss saufen! Morgens, mittags, abends, wir wollen saufen. So, einfach wie so der unangenehme Onkel, der sich zur Weihnachtsfeier erstmal volllaufen lässt und über Politik anfängt zu reden. Oh Mann. Okay. Na dann, ich bin jetzt aber schon geneigt, mir diesen Brief von Mikkelsen mal anzugucken, den mir hier Benlin geschickt hat. Tanja klopft Gavin auf die Schulter. So, Mie schaut zur Bühne. Bin ich jetzt mal auf die Predigt des Meisters gespannt. Wir haben eigentlich einen guten Platz hier. Stollenteller mit Pilzen und Fleischstücken. Nice. Und Bier. Stollen und Bier, man kennt's. Das ist eine gute Kombi. Okay, wir haben jetzt kurz mal diesen Brief von Mikkelsen durchgelesen, den er mir geschickt hat. Klingt auf jeden Fall sehr spannend und sehr mysteriös. Ich will es jetzt nicht genau erklären, aber Benlin hat es ja schon ein bisschen zusammengefasst. Also Mikkelsen will mit Luwin unbedingt nochmal über die politischen Gegebenheiten dieser Insel sprechen. Und dass das in meinem Interesse sein könnte. Klingt spannend. Ja, was auch immer er damit meint, wir werden sehen. Ja, um das einfach nochmal kurz OC jetzt hier nochmal aufzugreifen, warum ich bei der Bürgerversammlung da meinen Schritt nach vorne gemacht habe. Der einzige Grund war, dass ich halt temporär irgendwie, also ich sag bewusst temporär, hätte jetzt nicht für ewig sein sollen, dass ich temporär halt einen Geldzufluss brauche, um meinen Plan mit dem Gefolge halt umzusetzen. Und ja, meine Eroian und hätte da jetzt auch nichts gegen gehabt als Statthalter aktuell. Dass das bei einigen natürlich jetzt nicht auf gerade großes Wohlwollen trifft, das hätte ich mir auch sicherlich denken können, habe ich jetzt aber gar nicht gemacht, weil mein Plan ja gar nicht ist, jetzt hier eine feste Größe in der Stadt zu werden, sondern dann später dann mein eigenes Süppchen zu kochen. Aber gut, dann werde ich sicherlich nochmal mit Mikkelsen reden, ob wir das direkt heute schon machen? Mal gucken, weiß ich gar nicht. Ich sehe den jetzt hier zumindest gerade gar nicht online. Wo ist denn er? Ich sehe da hinten Benlin. Er ist ja einer von der Stadtwache. Ich glaube, Mikkelsen hatte auch so eine Armbrustschützenrüstung, also die aus Acholos quasi. Also die Rüstung, die er da oben hat, der Kollege da oben, das ist ja die Schwertkämpferrüstung. Es gibt ja noch diese, für die Gruppe der Armbrustschützen, so eine spezielle Schützenrüstung. Ich glaube so, ja, da hinten ist er. Da hinten, da steht doch Mikkelsen. Nee, das ist Finn. Der da hinten steht an der Wand am Fenster. Ich glaube, das ist Finn mit der Kapuze. Aber die Rüstung, die der trägt, trägt auch Mikkelsen, soweit ich weiß. So, hat jetzt hier Jasper schon was geschrieben? Ist der überhaupt jetzt gerade am Predigen, oder? Habe ich es überlesen? Kann sein, dass ich es auch überlesen habe.
Aber ich glaube, da kommt jetzt gerade nichts, oder? Seufzt schon. Wenn das vorbei ist, freue ich mich schon, wer für die Bühne verantwortlich ist. Ah, jetzt. Meister Jasper fährt fort. Das Lichterglanzfest ist eine schon fast in Vergessenheit geratene Feierlichkeit aus alten Tagen in der Tradition unseres Herrn, der einst den Menschen mit seinen Gaben beschenkte. So wollen auch wir uns einander beschenken. Und Innos erwählte den Menschen. Nicht nur den Reichen oder den Armen, den Starken oder den Schwachen. Nein, der Herr erwählte den Menschen. Das Ganze bekommt jetzt hier eine ganz neue Metaebene. Ich hab doch nicht für jeden hier ein Geschenk dabei. Was soll denn das? Freunde, ich glaube, ich werde krank die nächsten Tage. Da habe ich gar keinen Bock drauf. Eigentlich wollte ich jetzt hier Weihnachten feiern mit meiner Familie. Und zu Silvester wollte ich wegfahren. Oh nein. Boah, wenn ich. Das ist wieder mal so die ungünstigsten Zeitpunkte, wo ich krank werden kann. Das ist natürlich Weihnachten und Silvester, ey. Das ist so bitter. Naja, ich hoffe, das ist nur vorübergehend. Ja, aber nochmal kurz, um das auf das Turnier zurückzukommen. Das Turnier sollte ja ursprünglich... Irgendwas passiert? Das Turnier sollte ja ursprünglich da sein, um quasi potenzielle Krieger für ein Turnier quasi zu rekrutieren, für ein Gefolge zu rekrutieren. Aber es kann halt sein, dass diese beiden Aushänge im Forum für die Stadt und fürs Kloster halt niemanden erreicht. Weil sind wir mal ehrlich, ich glaube, nur der harte Kern liest das Forum und neue Spieler wissen das vielleicht halt gar nicht. Ich gucke selbst nur einmal die Woche ins Forum, wenn überhaupt. Und da kann es sein, dass das erstmal viele gar nicht mitkriegen, dass da am schwarzen Brett so ein Aushang ist. Deshalb kann es wirklich sein, dass sowohl Bendin als auch ich dann aktiv auf Leute zugehen müssen und fragen müssen, ob die Interesse hätten, bei so einem Turnier mitzumachen. So, Meister Jasper. Und so sollen auch wir einander beschenken, ungeachtet unserer Unterschiede und Differenzen. Und der Mensch erkannte schnell den Wert der Gabe Innos. Er hat ihm das Feuer brachte und im Glauben fand der Mensch Stärke und Rückhalt. So wollen wir alle hier und heute im Miteinander Trost, Gemeinschaft und Freude erfahren. Es wird jetzt hier so eine Red Wedding, wo jetzt irgendwie gleich so von den Dächern so Meuchelmörder oder Armbrustschützen jetzt so kommen aus den Fenstern da oben und so und hier alle abschießen, die sich jetzt hier auf diesem Platz befinden. Und das ist dann so eine Conspiracy zwischen Kloster und Hof, die sich dann zusammentun, um die Stadt auszurotten und den Adel auszurotten und die Stadtwache auszurotten und so weiter. Das wäre schon wild. Naja gut, da hat sich mein Stuhl gerade gemeldet, der will auch mitsprechen. Hören wir abschließend die Fabel vom Tier und dem Herrscher aus den Schriften des Meisters Satiarius. Das ist auch ein wilder Name. Ich nenne das Ding jetzt einfach Kurinus Christstollen. Oder Innosstollen? Anyway. Ja, Innosstollen. Okay. Gut. Meister Jasper erzählt, Innos in seiner Weisheit erwählte den Menschen und der Mensch machte das Land urbar. Er legte Sumpf trocken und Forst brach. Der Mensch machte das Land begehbar, er formte Wege durch Berge und Stollen in den Tiefen. Doch Belia erwählte das Tier, welches sich eines Tages dem Menschen zeigte. Ich hätte fast Dresdner Christstollen geschrieben, aber ganz schön frech. Weder gibt es Dresden noch Christ in der Welt von Kurinus. Das wäre nicht RP-konform. Aber es wäre auch bloß ein Power-Emote gewesen, also von daher.
Baltos hält einen Bier gegen Finn und schaut, ob er es annimmt. Edwards spricht entschieden für den König. Dieses... Da schon wieder. Ich weiß nicht, dieses spricht entschieden. Was heißt denn das? Was heißt denn entschieden? Also... Ich finde das so eine komische Formulierung. Sowas wie spricht... gefestigt oder sowas. Für den König. Ja, aber entschieden, das klingt so für mich, keine Ahnung. So nach dem Motto, er ist sich noch unentschieden und dann hat er sich aber entschieden und sagt so, ja, für den König, wer dort auch für den König, ja. So, so, das klingt für mich, spricht entschieden, ich weiß nicht. Vielleicht interpretiere ich das auch völlig falsch. Und das Tier sprach, sieh, mit welchen Mühen du das Land urbar machst, während deinesgleichen der Erde mühevoll die Pflanze abgewinnt, so überlebt meinesgleichen in seinem Element. Und der Mensch schwieg, ach, jetzt geht das, man kann irgendwie hoch und runter scrollen mit Bild hoch, ne? Warte mal. Kann ich weit? Ich kann nicht hoch. Das ist das Einzige, was ich hier machen kann. Kann ich weiter hoch? Das ist belastend. Kann ich jetzt hier irgendwie mit Pfeiltasten oder W oder S oder A oder D? Scheiße. Irgendwie konnte man den Chat scrollen. Hat mir mal jemand erklärt, aber ich hab's wieder vergessen. Mist. Ich dachte, mit Bild hoch, Bild runter würde es gehen. Ah, hier, mit Ende kann ich jetzt hier durch. Ah, guck mal, einer, schau. Okay, 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 dann vielleicht finde ich die Stelle nochmal kurz. Hier vorgelesen hat die hier kurz vor Ende. Hier. Sieh, wie vergeblich deine Anstrengungen sind. Stollen stürzen ein, Straßen vergehen in kürzester Zeit. Erneut schwieg der Mensch. Das Tier blickte stolz auf die Werke seines Meisters und schwieg. Dann ergriff der Mensch das Wort. Oh, jetzt sind wir wieder am Anfang. Ich sehe Loturis dich, ich sehe Argotar nicht, ich sehe Alexandril nicht, ich sehe nur Tanjev. Wo sind die anderen Paladine? Die Ritter. Seltsam. Ah, die Rüstung, die Edwards trägt, die ist schon echt geil. Ich muss sagen, die ist schon, das ist eine coole Rüstung, wirklich. So. Mit goldener Stimme sprach der Mensch, sieh, wo du dich unterwirfst, herrscht der Mensch. Komm, Weiher, komm, Sumpf, wir Menschen werden ihn beherrschen. Sieh, wo du Zerfall und Vergänglichkeit beschreist, sehe ich florierende Handelswege und ertragreiche Bergwerke. Sieh, wo du Zerstörung beschwörst, dort schafft der Mensch. Dort, wo dein Meister seine Stärke wähnt, herrscht Innos. Auf diese Worte hin verschwand das Tier zurück in die Erde und dort plant es bis zu diesem Tage seine Rache. So, aus einem Streitgespräch, alles gleich, buddel mich in die Erde ein und plan meine Rache. So steht es geschrieben und so soll es sein. Nun noch einige Worte von Meister Avesius. Klatscht man bei so einer Predigt? Ich glaube nicht, ne? Es gibt doch in Gothic 1 diese Klatschanimation vor der Bühne bei In Extremo. Da stehen doch so ein paar Butler da, die so die Hände hochhalten und so klatschen. Das wäre irgendwie voll cool, wenn es diese Animation hier auch gäbe. Weiß ich gerade gar nicht, ob es die hier gibt. Da könnte man jetzt halt super hier vor dieser Bühne stehen und anfangen zu klatschen. Aber ich weiß nicht, ob man bei einer Predigt klatscht, ehrlich gesagt. Aber irgendeine Art von Feedback wünscht man sich ja als Sprecher schon. So eine Art positives Feedback, dass das auch angenommen wurde, was er da jetzt gesagt hat. Aber ich glaube, in der Kirche klatscht man ja auch nicht. Also ich bin Atheist, aber ich glaube, in der Kirche klatscht man nicht. Avesius ruft, ich, Meister Avesius, spreche nun als einer seiner Erwählten unseres Herrn Innos zu euch. Zu den Festlichkeiten des Lichterglanzfestes lade ich in seinem Namen ein. Doch ist dies auch Anlass, um unsere vorherigen Bestreben und Opfer zu gedenken. Denn es liegt wahrlich eine Zeit der Bürde und Prüfungen hinter uns in seinem Lichte. Gedenken wir denen, so Innos es will, werden sie Gehör finden. Er hält dann eine Schweigeminute inne und faltete Hände. Luven verstummt und gedenkt.
Aber rendert sich immer noch weiter sein Christstollen rein. Sein inneres Stollen rein. So, das waren jetzt, glaube ich, einige Schweigeminuten. Und Musa schüttet sich den Wein rein. Genauso wie der Kollege neben ihm. Tja, ich muss unbedingt noch rausfinden, was das hier mit... mit Asaru auf sich hatte, ey. Das Lichterglanzfest. Cooler Name. Für eine Weihnachtsfeier. Ich meine, ja, es gibt ja jetzt hier sowas. Sowas wie Weihnachtsmann oder so gibt es ja in der Welt von Gothic nicht. Aber ich finde so ein Event, das ist eigentlich wirklich ganz witzig. Dass man jetzt nicht irgendwie als Roleplay-Spieler sagt, ey, hier Freunde... Lass uns doch im Discord treffen mal für einen Abend zu Weihnachten und lass uns mal alle zusammen im Discord dann so ein bisschen Community-Weihnachtsfeier machen. Das quasi jetzt hier im Spiel zu machen, das ist, finde ich, die beste Lösung. Einfach um das, ja, um alle Spieler nochmal zusammenzubringen nochmal in dem Jahr und nochmal Roleplay zusammen zu machen. Weil es kann halt gut sein, dass nach diesem heutigen Event die nächsten Tage bis zum Jahreswechsel nicht mehr so viel los ist, weil viele Leute natürlich wahrscheinlich in Urlaub fahren, zur Familie fahren oder nicht da sind, ja, eine Woche Urlaub mal haben und dann über Silvester auch nicht da sind und dann erst wieder in der ersten Januarwoche wieder anfangen, online zu kommen. Das ist, glaube ich, ganz normal und da ist es heute ist das, glaube ich, wie so eine Art kleiner Abschluss für dieses Jahr. Und das ist eigentlich ganz cool. Also, da ist das schon eine coole Lösung, dass man so eine Art gemeinsamen Jahresabschluss jetzt hier nochmal feiert. Im Roleplay, das ist eine feine Sache. Wir haben gerade über 100 Leute am Start. 58 auf Korinnes, 47 im Miental. Tafel ist reich gedeckt. Mist, habe ich den Chat jetzt ausgeblendet? Scheiße. Ich habe jetzt ein paar Mal auf F12 gedrückt. Ich weiß jetzt nicht, ob ich den Chat ein- oder ausgeblendet habe. Weil ich den Chat gerade gelöscht habe. Ist ja wunderbar. Ich drücke jetzt einfach mehrfach F12, um zu gucken, ob ich jetzt ein- oder ausgeblendet habe. Aber es schreibt gerade niemand was, deshalb bis auf Avesius. Das ist echt ein schöner Shot hier. Diese Tafel hier gedeckt ist und alle da sitzen oder da stehen. Da kommt einfach die random Stadtwache. Die NPC-Wache, die sich da jetzt einfach hinstellt. Der jetzt mit den Armen so rumfuchtelt. Das ist schon witzig. So, na gut. An dieser Stelle würde ich sonst einfach mal sagen, wir machen hier mal einen kleinen Cut. Und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Ja, wenn es dann weitergeht mit dem Lichterglanzfest. Und wie gesagt, ich würde nochmal versuchen herauszufinden, was mit Asaru jetzt passiert ist. Und vielleicht kann ich auch schon mit Mikkelsen sprechen, falls der gerade da ist. Das wäre cool. Okay. Dann sage ich an dieser Stelle danke fürs Zusehen. Macht's gut, bleibt gesund. Bis zur nächsten Folge von Gothic Online Untold Chapters. Und ciao.